Und ich bin Julia. Und heute hörst du aus der Reihe unserer vertonten Blogartikel Meditation Teil 1, Ebenen unseres Verstandes. Die modernen psychologischen Systeme haben das Unbewusste oder Unterbewusstsein in drei Kategorien eingeteilt, um seine Funktionen besser verstehen zu können. Die drei Kategorien sind der niedere Verstand, der mittlere Verstand und der höhere Verstand. Oder wie östliche Philosophien sagen, unsere tierische, unsere menschliche und unsere göttliche Natur. Durch dieses Verständnis dieser Bewusstseinszustände können wir den Sinn und Zweck der Meditation leichter verstehen. Schauen wir uns diese drei Kategorien jetzt mal genauer an. Der niedere Verstand wird auch the lower mind genannt. Das ist der älteste Teil unseres Gehirns und beschäftigt sich mit den instinktiven Reaktionen und automatischen Funktionen des Körpers, wie zum Beispiel der Atmung, dem Kreislauf oder der Verdauung. In diesem niederen Verstand oder auch Geist manifestieren sich im Laufe des Lebens unsere Ängste, unsere Phobien, unsere Süchte und Obsessionen. Dann haben wir den zweiten, den mittleren Verstand oder the middle mind. Der beschäftigt sich mit der Verarbeitung von Daten, die von den Sinnen empfangen werden und während des Wachzustands in unser Bewusstsein gelangen. Also hier werden alle Daten ausgewertet, um Schlussfolgerungen und Entscheidungen treffen zu können. Der mittlere Verstand oder Geist analysiert und vergleicht alle Möglichkeiten auf rationale und intellektuelle Weise, um dann zu einem späteren Zeitpunkt Antworten für das Bewusstsein bereitstellen zu können. Und der dritte ist der höhere Verstand, the higher mind. Er liefert Intuition, Inspiration und transzendentale Erfahrung. Er ist das sogenannte Superbewusstsein oder der Ort, an dem alle begnadeten Genies ihre Kreativität und den sogenannten Download tieferen Wissens erhalten. Die meisten Menschen interagieren während ihres gesamten Wachzustandes nur aus dem mittleren Verstand auf eine bewusste Art und Weise. Das ist dieser Zustand von Bewusstsein, der dir zum Beispiel gerade erlaubt, diese Wörter zu hören und die Bedeutung der Wörter zu verstehen, ohne bewusste Anstrengung. Aber warum ist das jetzt wichtig? Wenn wir meditieren, dann richten wir unsere bewusste Aufmerksamkeit auf verschiedene Teile unseres Geistes und bewegen uns weg vom reinen Intellektualisieren. Während der Meditation können wir bewusst aus den sich stetig wiederholenden Schleifen an Gedanken aussteigen. Normalerweise nehmen wir bewusst nur ein winziges Spektrum dessen wahr, was in unserem mittleren Verstand, also dem rationalen und intellektuellen Geist, passiert. Durch die Meditation machen wir uns weitere Teile unseres Geistes oder Verstandes oder Unterbewusstseins, je nachdem, wie du sagen möchtest, zugänglich. Deswegen werden die meisten Leute, die anfangen zu meditieren, zu Beginn mit ihren niederen Gedanken und tief verwurzelten Komplexen konfrontiert. Ihr Bewusstsein wird überfallen von Ängsten und schmerzhaften Erinnerungen an Erfahrungen aus der Vergangenheit, die instinktiv im Kopf und schließlich auch im Körper gespeichert wurden. Denn die sind ja alle da, aber die haben wir halt nicht bewusst in unserem Tagesbewusstsein die ganze Zeit dabei. In unserem täglichen Leben sind wir uns diesem unverarbeiteten Gepäck, das wir im Geist rumtragen, oft einfach nur nicht bewusst. Aber es ist als Hintergrundgeräusch die ganze Zeit da und deswegen manifestiert es sich in unserem Leben als Wut, Hass, Depressionen oder Krankheit. Während der Meditation hebt also unser Bewusstsein diese Ängste und Erfahrungen, die noch nicht verarbeitet wurden, auf kontrahierende Weise hervor. Und wenn wir uns diese Belastungen in einem meditativen Zustand bewusst machen, dann können wir sie langsam Schritt für Schritt, Stück für Stück entfernen. Und jetzt gibt es eine gute und eine zweite Nachricht. Die zweite, vielleicht zuerst, höhere Meditationszustände können wir erst erreichen, wenn wir die Blockaden weggeräumt haben. Und dann folgt natürlich auch gleich die gute, denn sobald wir das auch nur teilweise aus dem Weg, also getan haben, sind die Vorteile nicht nur in unserer Meditation spürbar. Jetzt sind wir in der Lage, unseren Alltag in einem glücklichen, offenen Zustand zu leben,
da unser Körper und unser Geist nicht länger mit früheren Schmerzprogrammen und Trennungen beschäftigt ist. Im Yoga wird diese glückselige oder dieser offene Zustand als Ananda bezeichnet. Generell sprechen wir von zwei Arten der Meditation. Das ist einmal eine passive, wenn wir sitzen, und eine aktive. Die aktive Meditation kann ganz viele Ausdrucksformen haben. Es kann anfangen von bestimmten sich wiederholenden Atemmustern, Bewegungen, aber eigentlich bis hin zu allen täglichen Aktivitäten, also ob wir reden, essen oder auch streiten. Wenn wir aktiven Meditation praktizieren, dann kann sogar ein Streit mit einer inneren Haltung der Ruhe und Zentriertheit stattfinden. Und dann zeigt sich zum Beispiel Wut als äußerer Ausdruck, da das vielleicht der einzig positive Weg ist, um ein Kind davon abzuhalten, etwas zu trinken, was es gerade unterm Waschbecken gefunden hat. Und ein direktes, kraftvolles Schreien kann zwar eine heftige, direkte Wirkung haben, aber wenn die schreiende Person das mit einer inneren Haltung voller Liebe und Ruhe tut, dann wird wieder Frieden einkehren und die Erfahrung, die wird ohne negatives emotionales Gepäck in der Psyche des Gegenübers zurückbleiben. Die passive Meditation wiederum, mit der die meisten von uns eigentlich anfangen, beinhaltet das Sitzen, also das Sitzen in einer bestimmten meditativen Stellung. Die einen sitzen im Schneidersitz, erhöht auf einem Kissen. Man kann aber auch einfach mit auf einem Stuhl sitzen und seine Füße flach auf dem Boden. Denn es geht eigentlich eher um das Üben von Praktiken, die zum Ziel haben, sich nach innen zu richten und den Geist zu beruhigen, indem man den Geist auf eine spezielle Sache fokussiert. Und durch dieses wiederholte Üben, den Geist auf eine Sache zu fokussieren, werden die verschiedenen Stufen der Meditation im Laufe der Zeit eigentlich ganz natürlich durchlaufen. Die Stufen der passiven Meditation beschreiben eigentlich gleichzeitig auch das Ziel. Warum wollen wir überhaupt meditieren? Die erste Stufe ist also, wir fixieren unseren Geist auf eine sich wiederholende Sache, wie zum Beispiel ein Ton oder ein Objekt. Oder ganz viele von uns starten auch mit dem Atemrhythmus. Das Richten des Bewusstseins nach innen und das Fokussieren des Geistes führt bei den meisten von uns bereits dazu, dass wir uns beruhigen. Jetzt folgt Stufe 2. Die erfolgreiche Wiederholung von Stufe 1 führt automatisch zu einem Fließen von Gedanken und zur Verarbeitung aller Dinge, die sich im Laufe unseres Lebens im Unterbewusstsein angesammelt haben. Blockaden können tatsächlich aufgelöst werden. Und Ziel der Stufe 2 ist es schließlich, höhere Zustände der Meditation zu erreichen, wie zum Beispiel Glück, Zufriedenheit oder auch Leichtigkeit. Und das bringt uns einem Zustand näher, in dem wir täglich Stück für Stück mehr Zufriedenheit, Balance oder auch Glück erleben. Jetzt sprechen wir eigentlich auch schon von Stufe 3. Denn wenn der niedere Geist, das haben wir in Teil 1 erklärt, ausreichend gereinigt wurde, dann bewegen wir uns in das Reich des höheren Geistes, wie auch gerade schon beschrieben. Und hier beginnen die glückseligen und die tiefen Zustände von meditativem Bewusstsein. Und hier erlangen wir auch Zugang zu so einem grenzenlosen Reservoir an Energie, an Wissen, aber auch an heilenden Kräften. Und wenn dieser Zustand einmal erreicht wurde, dann dienen die speziellen meditativen Praktiken aus Phase 1 eigentlich wie eine Telefonnummer, um sich mit einem bestimmten Ort im höheren Verstand zu verbinden und Informationen abzurufen. Und zu guter Letzt in Phase 4 sogar den Verstand zu transzendieren und hier überzugehen in eine Einheit mit dem höheren Bewusstsein. Jetzt wird vielleicht auch klar, warum Meditation an sich schnell mit Spiritualität in Verbindung gebracht wird. Aber damit wollen wir es jetzt in dieser Folge belassen und noch einen Blick auf die Praktiken, die Atemtechniken beim Meditieren werfen. Hier ist das bewusste Bewusstsein des Atems und der Bahnen, auf denen sich der Atem durch den Körper bewegt, gemeint. Diese Atempraxis ist sehr effektiv, um unseren Geisteszustand zu beeinflussen, weil unser Atem eine unmittelbare Wirkung auf unser Nervensystem hat und damit direkt auf unseren Geist. Ein stetiger Atem bedeutet also einen ruhigen Geist und ein ruhiger Geist wiederum hilft, den Atem zu beruhigen.
Hier merkt man also, da schließt sich der Kreis. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, ist, dass Atem im Sanskrit, das ist die älteste Form der Sprache, die Entstehung oder Konsolidierung wird so auf 1500 vor Christus datiert. Da wird unsere Atmung Pranayama genannt. Das bedeutet, Prana ist die Lebensenergie und Yama ist Steuern und Lenken der Energie oder Expansion und Befreiung von Energie. Das ist vielleicht ganz interessant, weil man merkt, was für einen Stellenwert der Atem früher auch schon hatte. Deshalb sollte man lernen, die Kontrolle über den Atem zu meistern. Das ist also einer der wesentlichen ersten Schritte in der Meditation. Deswegen lernt man bei vielen Atemtechniken quasi auch Brust- und Bauchatmung zu unterscheiden. Die Luft und der Atem in die oberen und unteren Lungenlappen zu leiten quasi. Also wenn die Luft in die unteren Lungenlappen gelenkt wird, dann wirkt sie beruhigend. Sie ist feuchter und zentrierender von der Wirkung. Wenn wir die Luft in die oberen Lungenlappen lenken, ist es stimulierender, trockener und bewegt sich nach außen. Die Bauchatmung hingegen aktiviert Rezeptoren des Nervensystems, die parasympathisch sind, während die Brustatmung mehr Rezeptoren aktiviert, die sympathisch sind. Aber welche Atemmeditation jetzt für dich persönlich am besten geeignet ist, das findest du am besten zusammen mit einem Trainer raus oder in einem unserer Trainings. Wenn unser Gehirn verschiedene Geisteszustände durchläuft, erzeugt es beobachtbare Veränderungen in seiner elektrisch messbaren Aktivität. Das ist so, weil die Spannung, die Amplitude und die Frequenz der vom Gehirn kommenden Vibrationswellen stark variieren. Und das kann man mit Technik messbar machen. Also man misst nicht die Geisteszustände direkt, sondern bestimmte Geisteszustände erzeugen resonierende Wellenmuster, die gleich elektrische Aktivität sind. Und Studien haben die Häufigkeit und den Ort dieser elektrischen Gehirnwellen mithilfe von EEG, also Elektroenzephalographie, überwacht. Das bedeutet, wir können heute sichtbar machen, welche Art von Wellen es gibt und wann diese Wellen vom Gehirn ausgesendet werden. Da sind zum Beispiel die Beta-Wellen. Unser Gehirn sendet Beta-Wellen, wenn wir rational denken, wenn wir von unseren Sinnen Gebrauch machen, aber auch wenn wir so in einem gestressten Zustand sind. Dann sendet unser Gehirn Wellen innerhalb dieser Musterform. Sie haben alle eine niedrige Amplitude und eine hohe Frequenz mit über 13 Zyklen pro Sekunde. Beta-Wellen werden also auch beeinflusst von externen Aktivitäten und deswegen werden sie in Verbindung gebracht mit Extroversion. Das nächst langsamere Wellenmuster sind die Alpha-Wellen. Die beziehen sich auf einen entspannten Geisteszustand und Passivität. Es gibt einige Gehirne, die können sogar tägliche Aktionen ausführen und dennoch Alpha-Wellen aussenden, da sie sich in einem total spannungslosen Zustand befinden. Diese Wellen werden in Zeiten der Kreativität ausgesendet, was zeigt, dass Meditierende bei täglichen Aktivitäten in diesem Zustand eher kreative Lösungen finden können, wie wenn sie unter Stress wären. Diese Wellen manifestieren sich am einfachsten, wenn der rationale Verstand und die Aufnahme von Eindrücken über die Sinne reduziert werden. Alpha-Wellen haben Frequenzen im Bereich von 8 bis 13 Zyklen pro Sekunde circa. Und während dieser Gehirnwellenmuster beginnt der Geist, Unterbewusstes und Bewusstes zu verbinden, zu verarbeiten und zur Ruhe zu bringen. Und das ist die Brücke zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein. Diese beiden Geisteszustände, also Beta, rationales Denken und eher gestresstes Denken, und Alpha, der entspannte und passive Modus, den erlebt jeder von uns. Aber es wurden noch drei weitere gemessen. Da sind die Theta-Wellen, die beziehen sich auf das Unbewusste. Diese Wellen manifestieren sich in tiefen Meditationszuständen, bei intensiver Kreativität, Intuition und außersinnlichen Wahrnehmung. Interessanterweise senden viele Kinder diese Wellenmuster im Wachzustand aus. Bei den Erwachsenen geschieht es eher selten, es sei denn in tiefer Meditation. Theta-Wellen haben einen Frequenzbereich von 4 bis 7 Zyklen pro Sekunde und sind immer kreativ und geprägt von Inspirationsgefühlen und tiefer Spiritualität. Und dann gibt es noch Delta- und Gamma-Wellen.
Die Deltawellen beziehen sich auf tiefen, traumlosen Schlaf. Deswegen ist auch nicht so wahnsinnig viel darüber bekannt, weil es tatsächlich eher im traumlosen Schlaf passiert. Es gibt aber durchaus Studien mit erfahrenen Meditierenden, die gezeigt haben, dass einige Deltawellen auch in so einem meditativen Zustand erzeugt wurden. Die Forschung zeigt, dass unser Geist, während er Deltawellen aussendet, sehr empfänglich ist. Und das würde eigentlich bedeuten, dass wir Menschen auch im Schlaf lernen könnten, ohne die Sinnesorgane zu nutzen. Wir müssten nur in den Zustand, unser Gehirn in den Zustand versetzen, Deltawellen auszusenden. Und das ist in einem Frequenzbereich von 0 bis 4 Zyklen pro Sekunde. Aber was haben jetzt diese Gehirnwellenzustände für eine Bedeutung? Wissenschaftlerinnen haben herausgefunden, dass bestimmte Gehirnwellenfrequenzen, insbesondere Alpha- und Theta-Wellen, Folgendes können. Sie können Stress abbauen und fördern eine dauerhafte, substanzielle Reduzierung von Angstzuständen. Sie ermöglichen tiefe körperliche Entspannung, geistige Klarheit. Sie verbessern sprachliche Fähigkeiten und den Leistungs-IQ. Sie synchronisieren die beiden Gehirnhälften. Sie ermöglichen schnelles Erinnern von mentalen Bildern. Sie fördern spontanes, einfallsreiches, kreatives Denken. Sie können Schmerzen lindern. Sie können Euphorie fördern. Und sie können das Freisetzen von Endorphinen stimulieren. Wir wissen aber auch, dass das Ausbleiben der Alpha- und Theta-Wellen zu Stress im Nervensystem und schließlich zu Krankheiten führen kann. Also auf was warten wir noch? Lasst uns das Instrument Gehirn nutzen, um Stress abzubauen und körperliche Entspannung und geistige Klarheit zu generieren. Da tut euch etwas Gutes und nutzt dieses Wissen für euch. Wie erfahrt ihr in unserem Mentoring-Programm? Wir haben wie immer das Programm unten verlinkt. Und ansonsten gilt immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eure Bewertung und empfehlt uns gern an Freunde und Kollegen. Bis bald auf diesem Kanal, wenn ihr mögt. Ciao!